Willkommen zurück zu Gothic 2 und mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe zwei Hände auf 12%, also 2% mehr als vorher. Was wahrscheinlich daran liegt, dass der Paladin Sergio mit seinem Tipp mir 2% Bonus gegeben hat. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich bringe den Wein aus dem Kloster. Ausgezeichnet! Darauf habe ich schon gewartet. Ich habe mit Meister Gorax den Preis schon ausgemacht. Ich gebe dir die 100 Goldmünzen direkt mit. Nein. Willst du mich verarschen? Der Preis sind 240 Goldmünzen. So, Gorax hat dich wohl vorgewarnt, was? Gut, vielleicht kommen wir zwei ins Geschäft. Pass auf, ich gebe dir 100 Goldmünzen für den Wein. Du erzählst Gorax, dass ich dich über den Tisch gezogen habe und bekommst von mir 4 Spruchrollen. Moment, welche Rollen sind das? Was sind das für Spruchrollen? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht damit aus. Die sind von einem Gast, der hat sie hier vergessen. Ja. Genau, du willst mir 4 seltsame Spruchrollen andrehen, die noch dazu geklaut sind, für 140 Goldmünzen, vergiss es. Hey, gib mir einfach die 240 Goldmünzen. Du willst kein Geschäft machen, was? Doch. Na gut, hier ist das Gold. Ich finde, das hier ist sogar ein sehr gutes Geschäft. Zeig mir deine Ware. Hast du ein Rezept? Klar. Hast du ein Rezept? Ich meine, du kaufst doch bestimmt. Leider hast du kein Rezept. Wie läuft es so mit dem Trinkspiel? Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du. Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Naja, aber die beiden da drin, ne? Randolph und Ruka. Also bei denen hängt ja doch ziemlich locker der Geldbeutel. Oder zumindest bei einem von beiden am Ende des Tages. So, gibt es hier Gegner? Ich bin hier immer so ein bisschen, weiß nicht... Ne? Also der Weg hier ist so unvertraut, den habe ich erst so selten gegangen. Deswegen bin ich hier immer auf der Hut, auf der Lauer. Ob hier nicht noch irgendwo Gegner oder Monster auf mich warten. Aber das ist wahrscheinlich hier nicht der Fall. Ich habe den schwarzen Wolf schon getötet. Das dürfte mit Abstand der gefährlichste hier gewesen sein. Aber sag mal, hast du ein Rezept für mich? Hey, du! Das wäre super. Zeig mir das. Nee, hast du nicht. Ah ja, klar. Ja, ist okay. Gib mal ein Rezept. Nicht labern, Rezepte verkaufen. Ist ja nicht, ey. Dass hier keiner Rezept hat. Ach ja, warum war ich auch so schnell? Ach ja, richtig. Weil in Corinis habe ich gelernt, dass man ganz viele Quests auf einmal kriegt und am besten einen nach dem anderen direkt über den Krieg löst, weil man sonst komplett durcheinander kommt und alles vergisst am Ende. Und das habe ich hier halt auch gemacht im Kloster. Konnte ich doch nicht ahnen, dass ich hier lazy vorgehen sollte. Erstmal alle Quests holen und dann gemütlich abarbeiten. Konnte ich doch nicht wissen. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. So, ich bin mal gespannt, ob ich ihm jetzt sagen kann, dass ich über den Tisch gezogen wurde. Andererseits würde ich als Magier halt schon gern die ehrliche Variante spielen. Deswegen speichere ich mal und dann sage ich ihm, ich wurde über den Tisch gezogen. Hehe. Ich war bei Orlan. Und? Hast du die 240 Goldstücke bekommen? Nein. Er hat mich übers Ohr gehauen. Du hast es ihm billiger verkauft? Oh nein, warum habe ich auch ausgerechnet dich damit beauftragt? Ups. Du bist wirklich zu gar nichts zu gebrauchen. Jetzt geh mir aus den Augen. Ups. Okay. Noch nicht mehr Erfahrung habe ich gekriegt. Nee, lass mal. Okay, das ist mir keine 140 Goldstücke wert, dass der mich nicht mehr mag. Den brauche ich doch noch. Der ist doch hier der Kammermeister oder so, ne? Der halt die Sachen verkauft. Ich war... Oh. Hier, zack, ja, hier, nimm. Ich habe das Gold bekommen. Ausgezeichnet, du bist zu gebrauchen. Nimm diese Spruchrolle der Heilung als Belohnung. Und nun geh und widme dich anderen Arbeiten. Wow, und ich möchte meinen 150 Erfahrungspunkte und eine Heilungsspruchrolle sind deutlich mehr wert als 140 popelige Goldmünzen. Das sind hey, du. Okay... Kannst du jetzt in die Bibliothek Nein, eigentlich du. Gehen? Sicher so einiges. Du Glücklicher, nutze die... Ich wollte dir doch Zugang zur Bibliothek verschaffen. Muss ich dafür... Nein, nicht wieder zuziehen.
Einfach offen lassen, einfach offen lassen. Kann ich ihm jetzt sagen, er kann reingehen? Du. Das war keine große Sache. Wegen der Bibliothek. Du glücklich, nutze die Chance. Na, das hatten wir alles schon. Wie kann ich Ihnen denn jetzt den Zugang zur Bibliothek ermöglichen? Hey. Ich rede mal mit den Leuten hier drin. Ich bin hier, um die Schriften zu lesen. Verstehe. Wenn du zwischen deinen langwierigen Studien mal Zeit haben solltest, komm zu mir. Ich hätte da noch eine Sache, für die ich einen verschwiegenen Notizen gebrauchen könnte. Du hast eine Aufgabe für mich? Ja, es geht um diesen verrückten Ignaz. Er lebt in Korinis und forscht an verschiedenen Tränken und Heiligen. Kenn ich. Aber auch an Zauberspielen. Den kenn ich. Und gerade das bereitet mir Sorgen. Ich frage mich, ob seine Magie Innos gefällig ist. Um das zu prüfen, brauche ich einige seiner Spruchrollen. Ich will, dass du in die Stadt gehst und mir 3 Spruchrollen von ihm besorgst. Aber zu niemandem ein Wort. Klar. Klar. Hier sind 150 Goldstücke. Das wird deine Auslagen wohl decken. Okay. 3 Spruchrollen. Nee, da will ich tatsächlich... Oder habe ich die hier schon? Keine Ahnung. Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Aha. Aber die stelle ich nur Angehörigen des Ordens zur Verfügung. Naja, als Novize gehöre ich ja quasi dazu, oder? Nicht? Wohl nicht. Ich frage mich, ob ich jetzt wirklich schon diese Spruchrollen habe. Habe ich wirklich bei Ignaz Spruchrollen eingekauft? Ich glaube nicht. Ich habe hier die Spruchrollen, die du wolltest. Gut gemacht, junger Freund. Jetzt wird es aber Zeit, dass du dich deinen Studien widmest. Ja, was passiert denn jetzt mit Ignaz? Und nimm diese Spruchrolle als Belohnung. Okay, aber was haben wir jetzt hergegeben und was habe ich gekriegt? Also mein Feuerball und mein Schlaf habe ich noch. Pflicht, Feuerpfeil, Wundenhallen, Wolfrufen. Ah, Wolfrufen habe ich wohl von ihm. Und die, was war es? Die Vergessensspruchrolle habe ich ihm gegeben, genau. Ich frage mich jetzt aber allerdings, was mit Ignaz passiert. Und ob er mir nicht vielleicht ein Rezept hätte verkaufen können. Leider habe ich das nicht versucht in der Stadt. Der 6. Kreis, davon habe ich leider nichts. Ich gehe mal hier die ganzen Bücher durch, ob ich nicht irgendwo noch ein bisschen Erfahrung rausschlagen kann. Denn wenn man ein Buch zum ersten Mal liest, kriegt man ja Erfahrung. Nein, der 5. Kreis. Und... Ah, die Prüfung des Feuers! So ein Novize nicht erwählt ist, mag es sein, dass er trotzdem die Bereitschaft verspürt, sich der Prüfung der Magie zu unterwerfen. Wenn er diesen Entschluss reiflich überlegt hat und er darauf besteht, ist es ihm gewährt, die Prüfung zu verlangen und kein Magier darf sie ihm verweigern. Doch nicht nur die Prüfung auf der Magie wird ihm auferlegt, sondern er soll durch das Feuer seine Erleuchtung finden. Wenn er vor dem Hohen Rat darauf besteht, so soll ihm die Prüfung des Feuers gewährt werden. In dieser Prüfung soll gleichermaßen die Klugheit, Stärke und das Geschick des Novizen gefordert werden. So soll er 3 Prüfungen erfüllen, jeder empfangen durch einen der Magier des Hohen Rates, bevor er den Eid der Flamme schwört und den Bund mit dem Feuer eingehen kann. So ist es in das Wille und so soll das geschehen. Okay. Ich kann also die Prüfung fordern. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ja, dann geh noch einen Schritt näher dran. Meine Güte. Der 3. Kreis... Ist das dann der 2. oder der 1. Kreis, hä? Ja, der 2. Kreis. Und hier hinten haben wir wahrscheinlich dann den 1. Kreis. Ja, genau. Mit Schwefel und Bergkristall und Knochen eines Goblins. Ah! Knochen eines Goblins. Um Heiltränke zu machen. Ich würde gerne diese Buchkommode benutzen. Nein, ich will die Buchkommode benutzen. Nein, ich will die Buchkommode benutzen. Du. Ach, komm schon. Lass mich die Buchkommode benutzen. Sei nicht so. Geh zur Seite. Hey, du. So, und jetzt?
Hey. Nein? Ah, ich bin zu langsam. Geht ihr auch mal irgendwann davon weg oder muss ich cheaten? Ich will das lesen. Hey. Aha. Ah, komm schon. Hey. Haha, geschafft. Tränke permanenter Veränderung ihre Zutaten. Naja, nichts für mich. So, wie habe ich das gerade gemacht? Ich stand irgendwie so da. Hey. Aber, da ist halt hinten dran kein Platz. Da geht er dann... Ah, zu langsam. Vielleicht von hier aus. Ach, verdammt. Jetzt komm schon. Geh mal aus dem Weg. Stell dich nicht so an, Junge. Hä? Kann ich den nicht ansprechen von hier? Komm schon. Ich will doch einfach nur lesen. Ich bin Magi, ich bin nur Vize, ich bin hier neugierig. Lass mich doch ein bisschen... Lass mich doch ein bisschen... Ach, nö, er lässt mich nicht. Schade. Na gut. So, ich war in der Bibliothek. Hey. Was ist denn jetzt mit dir? Wegen der Bibliothek. Du glücklich. Nutz. Nee, das klappt nicht. Hey, du. Rezept kann ich dir leider nicht geben. Belüge niemals einen Magier. Vergeht. Respektiere das Ei. Ansonsten kann ich dir... Ja, das kennen wir alles schon. Was? Warte mal. Argon Barbo? Wer sind Argon und Barbo? Argon kümmert sich um den Kräutergarten. Er ist zwar auch Novize, führt sich aber auf, als wäre er der Erwählte persönlich. Barbo ist kurz vor dir ins Kloster gekommen. Zuerst hat er Argon im Kräutergarten geholfen. Aber sie hatten wohl einen Streit. Und seitdem fegt Barbo den Hof. Weißt du, was passiert ist? Nicht genau. Da musst du schon die beiden fragen. Aber Argons Wort hat mehr Gewicht als das eines anderen Novizen, weil er der Neffe des Statthalters ist. Ach, na klasse. Ach gut, aber mal schauen, was hier so abgeht oder abging oder zwischen denen so los ist. Vielleicht kann ich da ja für Entspannung sorgen und... Was ist zwischen dir und Barbo passiert? Du solltest nicht alles glauben, was man dir erzählt. Nur damit wir uns verstehen. Ich werde meinen Weg gehen. Den Weg, den Innos mir vorherbestimmt hat. Ich werde nicht zulassen, dass mich irgendwer daran hindert. Schon gar nicht dieser einfältige Barbo. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Sollten wir Novizen mich zusammenhalten? Ihr könnt von mir aus zusammenhalten, so viel ihr wollt. Aber bitte, stehlt mir nicht meine Zeit. Und es sollte sich mir niemand in den Weg stellen. Das hätte ich dir vorgesagt. Okay. Niemand sollte sich dir in den Weg stellen. Ja, mach ich nicht. Lass mal. So steht es in den Heiligen Schriften. Was ist zwischen dir und Argon passiert? Ach, wir hatten einen Streit über die Pflege von Feuernesseln. Die Pflanzen hatten schon fast Wurzelfäule. So sehr hat Argon sie gegossen. Als die Wurzeln dann komplett verfault waren, hat er mir das Ganze in die Schuhe geschoben. Seitdem darf ich den ganzen Tag den Hof fegen. Warum hat Argon das getan? Das musst du schon ihn fragen. Ich glaube, er kann es nicht haben, wenn jemand besser ist als er. Du hast wohl Ahnung von Pflanzen. Wir hatten einen Kräutergarten. Dort habe ich von meinem Opa einige Tricks gelernt. Ich würde am liebsten wieder im Garten arbeiten. Da könnte ich doch bestimmt für sorgen, oder? Du sag mal, Argon. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Nein, nicht du. Der andere. Nein! Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen, Heilpflanzen zu züchten, damit Meister Neoras... Ja, das kennen wir schon. Okay, mit wem kann ich denn hier quatschen wegen den beiden? Gorax? Das will nicht sein. Der Novize bestimmt nicht. Nein, Gorax natürlich nicht. Aber der da normalerweise, ne? Der ist doch hier für alles zuständig hier draußen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Den könnte ich herausfordern. Er stellt sich das immer so einfach vor. Wer erzählt denn sowas? Mit den anderen Novizen kann ich auch nicht über das Problem reden. Das ist doch nichts Neues. Wie kriege ich das hin? Immer wieder das Gleiche. Hey, du! Mich fragt ja keiner. Du weißt auch nichts dazu, ne? Vielleicht drinnen im Inneren. Oder du vielleicht? Nee, du hast nichts, oder? Nee, der braucht selber Hilfe. Der kann mir nicht helfen. Ich hätte das nicht gedacht.
Dumm-di-dumm, dann rede ich doch mal mit Serpentis. Deine Anwesenheit zeugt nicht nur von einem Mangel an Respekt, sondern auch von deiner Dummheit, Novize. Aha. Na, wie auch immer. Nein. Nein. Oh Mann, wie kann ich das denn hier erledigen, dass dass Babu endlich wieder im Kräutergarten arbeiten kann? Vielleicht mit einem anderen Novizen sprechen, dass der ein bisschen zur Seite tritt? Hey. Nö, das klappt leider auch nicht. Schade, 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 schade. Dann habe ich leider keine Ahnung, was ich hier tun soll. Oder kann. Oder müsste. Gut, dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, hey, als das da. Ich fordere die Prüfung des Feuers. Die Prüfung des Feuers stammt aus alten Tagen und ist schon lange nicht mehr abgehalten worden. Was du da forderst, ist viel zu gefährlich, also denke besser nicht weiter darüber nach. Sie wollen mich also davon abhalten, diese Magier. Hey, du. Bei dir kann ich's nicht fordern. Bei Palan war's, glaube ich, gerade, wo ich das fordern konnte. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich suche nach dem Auge Innos. Ich weiß zwar nicht, wer dir davon erzählt hat, aber das göttliche Artefakt ist für niemanden zugänglich. Wo befindet sich das Auge Innos? Je weniger Köpfe dieses Geheimnis kennen, desto besser ist es geschützt. Suche danach und du wirst es nicht finden. Ist alles. Tiefgründig. Ich muss mit dem Anführer der Paladine sprechen. Lord Hagen empfängt keine Novizen. Sagen können. Nur uns Magiern ist es erlaubt, bei ihm vorgelassen zu werden. Dann muss ich wohl Magier werden. Erzähl mir vom Auge Innos. Hatte ich eh vor. Nun gut. Das Auge Innos enthält einen Teil der göttlichen Kraft Innos. Es ist nur einem erwählten Diener Innos bestimmt, das Amulett zu tragen. Es wurde geschaffen, um uns vor den Mächten des Bösen zu schützen, wenn die Zeit gekommen ist. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Wie kann ich die Kunst der Magie lernen? Du bist nicht hier, um die Gabe der Magie zu empfangen. Du bist hier, um Innos zu dienen. Aber ich kann dir zeigen, wie du deine magische Kraft steigern kannst. Das ist doch endlich mal was Nützliches. So, und jetzt will ich Magier werden. Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Was? Genau das habe ich auch gesagt. Ist das wirklich dein Ernst? Ich bestehe darauf. Du bist ein außergewöhnlicher Novize. Nun gut, sich ja so einiges. Wenn es dein Ernst ist, dann sprich mit Meister Pyroka. Das kann doch nicht wahr sein. Geht doch. So, ich werde euch jetzt zeigen, dass ich das total super bin. Ja, ich bin der beste Magier aller Zeiten. Genau. Und diesem Pyroka werde ich das gleich erzählen. Aber vorher speichere ich eine Runde, um sicher zu gehen. Ich muss dringend mit den Paladinen sprechen. Willst du uns auch sagen, warum du mit ihnen sprechen willst? Ich habe eine wichtige Botschaft für sie. Was ist das für eine Botschaft? Im Minental versammelt sich eine Armee des Bösen unter der Führung von Drachen. Wir müssen sie aufhalten, solange wir noch können. Wir werden deine Worte überdenken, Novize. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir dir mitteilen, was wir beraten haben. Solange tust du gut daran, deinen Pflichten als Novize nachzukommen. Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Du weißt? Du willst die Prüfung des Feuers ablegen? Ja, ich berufe mich auf das Gesetz des Feuers, das besagt... Wir kennen das Gesetz des Feuers. Wir sahen auch viele Novizen bei der Prüfung sterben. Diese Entscheidung hast du nicht reiflich überlegt. Doch, das habe ich. Ich will die Prüfung. Und ich werde sie bestehen. Wenn du ausdrücklich darauf bestehst, dann wird der Hohe Rat dich vor die Prüfung stellen. Ich bestehe darauf, dass mir die Prüfung des Feuers gestellt wird. Dann soll es sein. Wenn du bereit bist, wird dir jeder Magier aus dem Hohen Rat eine Prüfung stellen, die du erfüllen musst. Möge Innos sich deiner Seele erbarmen. Haha, dann prüf mich! Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Und nur Innos alleine weiß, ob du sie auch bestehen wirst. Du wirst jene Prüfung ablegen, die auch die erwählten Novizen bestehen müssen. Die Prüfung der Magie. Du weißt ja sicherlich, dass nur einer der Novizen die Prüfung bestehen kann. Verstehe. Wer sind denn meine Konkurrenten? Innos hat in seiner Weisheit 3 Novizen erwählt, die ebenfalls diese Prüfung zu bestehen haben. Argon,
Igaraz und Ulf. Sie haben bereits die Suche begonnen. Doch genug davon. Höre die Worte der Prüfung. Folge den Zeichen Innos und bringe uns das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Diesen Schlüssel wirst du brauchen. Wir haben dem nichts weiter hinzuzufügen. Was? Hinter dem Pfad? Nochmal, was? Der Pfad der Gläubigen. Folge den Zeichen Innos und bring das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Ein alter Schlüssel, mit dem ich wahrscheinlich durch irgendeine Tür komme. Hey, hast du tatsächlich die Prüfung des Feuers gefordert? Ja, und ich habe vor, sie zu bestehen. Gut, vielleicht kann ich dir dabei helfen. Ich kann dir eine sehr nützliche Spruchrolle geben. Einen Schlafzauber. Interessiert? Was kann ich damit machen? Mit diesem Zauber kannst du Menschen für kurze Zeit in einen magischen Schlaf versetzen. Allerdings nur, wenn ihr Wille schwächer ist als deiner. Das kann sehr nützlich sein, wenn dir jemand im Weg steht. Und woher weiß ich, ob derjenige einen schwächeren Willen hat? Bei den Magiern brauchst du es gar nicht erst zu versuchen. Aber die meisten Novizen wirst du schlafen legen können. Was willst du dafür? Jedem Magier steht bei der Aufnahme ein Wunsch zu. Und wenn du tatsächlich die Prüfung des Feuers bestehst, dann kannst du dich dafür einsetzen, dass ich im Kloster bleiben darf. Das klingt nach einem Deal, ja. Okay, gib mir die Spruchrolle. Viel Glück während deiner Prüfung. Möge Innos dir beistehen. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich den. Ich will, dass er da bleiben kann. Habe ich bestimmt was von. Und er auch. Er sowieso. So, ich habe einen alten Schlüssel und ich vermute, dass er zu dieser Tür gehört. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Tut er aber nicht. Das ist ja blöd. Meinen Sie vielleicht, Ach ja, warte mal, hier ist doch noch eine Tür, oder? Genau. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das war's leider auch nicht. Vielleicht in der Vorratskammer irgendwas? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Na, komm schon. Aha. Aber da ist nichts drin. Dann war's das wohl leider. Dann bin ich mit meiner Weisheit leider am Ende. Keine Ahnung, wofür der alte Schlüssel sein soll. Meine eine Vermutung war ja, dass ich den Hammer bringen soll. Diesen seltsamen Hammer. Andererseits ist das vielleicht eine andere Prüfung. Weil dafür brauche ich ja den Schlüssel nicht. Nein. Darf ich denn darüber? Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Warte mal. Bist du vielleicht derjenige, den ich einschläfern soll? Ich hab da gerade 65 geschrieben. Ach, egal. Ich weiß es ja noch. Innos wird seinen Zorn auf dich richten, wenn du nicht umkehrst. Ne, okay, das war's nicht. Gut, aber das ist ja jetzt hier auch zu Ende. Die Folge. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal bin ich dann hoffentlich etwas schlauer oder etwas, wie auch immer, einfallsreicher. Ihr dürft auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich werde diesmal ein bisschen mit der Aufnahme warten, mit der nächsten, damit ihr mir hier Tipps geben könnt oder Hinweise. Ist das vielleicht hier, dieser dunkle Bereich? Nein. Kann ich da hoch? Nein, da ist auch nichts. Puh, dann bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ja, also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal hoffe ich dann auf eure Tipps, was ich denn hier mit diesem tollen alten Schlüssel alles tun kann. Jo, bis dahin, ne? Tschüss. Das gibt doch nur noch mehr Ärger.